John Farnbach und seine Jäger haben das Randgebiet von Archit in Flammen vorgefunden. Ein verzweifelter Kampf zur Rettung ihres Dorfs beginnt. Hoffentlich seid ihr noch rechtzeitig eingetroffen. Das ist dafür, dass du uns eingesperrt hast. Oh je, das sieht nicht gut aus. Wir haben uns gesehen. Los, Bewegung. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Gnade. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Die Stadt steht bereits in Flammen. Und wir können hier nur kurz ausruhen, bevor sie sehen werden, dass wir die Ostmauer durchbrochen haben. Ich fürchte, wir sind hier jetzt nicht mehr sicher. Wir kämpfen an John Schwanders Seite in Arschit und wir sehen, wir müssen meinem Vater helfen. Die Ostmauer ist durch. Wir können jetzt vom Osten her kommen. Wir müssen Hugo retten! Da steht aber Ned. Na gut, egal. Zurück an die Arbeit. So, dann verteidigen wir die Jungs mal hier. Ich kann nicht sehen. So, haben sie den alten Namen im Schriftbild stehen lassen und haben dem einen neuen Namen gegeben. Ich kann mich nicht bewegen. Peggy, wo bist du? Amdir ist ganz in der Nähe. Er ist dem Gemetzel im Dachs entkommen. Ihr müsst ihm helfen, den Dachs zu verteidigen. Kurze Anmerkung, der Dachs ist die Kneipe. Diese Schwarzwolds wollen den Hobbit und den Hauptmann. Ich habe etwas in den Flammen gesehen. Verfolgt sie! Ihr müsst sie retten! Okay, sprechen wir mit John und stoßen vor. Immer noch gerettet werden. Ich fürchte, dass der Verrat von Cornelius Strohlehm und Otto nur den Beginn des Kampfes einläutete. Wir müssen einen Weg zum Gasthaus zum tobenden Dachs finden. Peggy hat uns einen Weg zum Marktplatz offen gelassen. Vielleicht könnten wir von dort aus hineingelangen. Folgt mir! Lasst uns den Marktplatz sichern, Aegir. Kommt mit mir! Ihr müsst einen Weg zum Dachs finden. Die Schwarzwolds greifen jeden Teil der Stadt an. Dieser Weg scheint blockiert Schnell, zu sein. Sucht nach Andi und bereitet diesen Schwarzwolds ein Ende. Lasst mich jetzt mit meinem armen Hugo allein. Hier haben sie es geendet, okay. Ja, wir haben währenddessen John schon mal losgeschickt hier und ein bisschen kämpfen lassen. Wir sollten uns beeilen, sonst geht er uns hier hops. Das muss er nicht sein. Aber der ist zum Glück ziemlich zäh und wir haben die Feinde schon vom Marktplatz vertrieben. Aber ich befürchte, das schließt sich nicht aus. Wir müssen meinen Vater finden, ehe es zu spät sein wird. Der Marktplatz ist fürs Erste sicher, doch wir müssen weiter vorstoßen. Wenn wir zu lange warten, werden wir ganz Archit verlieren. Wir müssen einen anderen Weg ins Zentrum der Stadt finden. Nun sollten wir das Handwerkergebiet sichern. Kommt! Okay, los geht's. Diese Teufel mit ihren Raben auf nach Süden haben unser Dorf und die ganze Stadt brennt. Ich hoffe, wir kommen nicht zu spät. Seht, dort ist Adli! Es ist doch nicht alles verloren! Seid gegrüßt! Ist die Handwerkshalle sicher? Eine Gruppe Schwarzholz hat das Gebäude dort drüben erst vor kurzem betreten, John. Gemeinsam können wir es sicher mit ihnen aufnehmen und dieses Gebiet zurückerobern. Dann lasst uns keine Zeit verlieren. Wir müssen halt... Dann verteidigen wir mal die Gegend hier. Kein Problem. Du denkst wohl, du gewinnst diesen Kampf. Warte nur ab. Wir müssen uns auf das Schlimmste gefasst machen. Okay, die haben wir platt gemacht und damit ist der Dachs schon mal... Ist das der Dachs gewesen? Ich glaube schon, ne? Ah ne, wir haben die Feinde aus der Werkstatt gejagt, okay. Damit ist zumindest die Werkstatt schon mal sicher. Obwohl der tobende Dachs brennt, hege ich immer noch Hoffnung. Ach, ist doch der tobende Dachs. Hier drüben, glaube ich, war die Händlerin gewesen, bei der ich mein Zeug verkauft habe. Wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe vom Aufbau von Archit her. Aber ich weiß es gerade nicht genau. Ihr habt euch gut geschlagen, mein Freund. Aber unsere Lage scheint aussichtslos. Wir haben den Marktplatz und die Werkstätten geschützt. Der tobende Dachs brennt bereits. Vielleicht lebt mein Vater noch. Aber mir bleibt nur wenig Hoffnung. Folgt Adli und mir. Wir werden dieses Dorf bis zum Tod verteidigen, wenn es sein muss. Wir sind fast da. Mein Vater ist noch am Leben. Auf geht's! Ich weiß es einfach. Wir werden John Farnbachs Vater finden, den Hauptmann, und werden ihn retten. Hoffe ich. Da ist er. Vater, ich wusste, ihr würdet überleben. Ich lebe, mein Sohn. Doch ermüdet mich der Kampf langsam. Hält Archit nun... Ich war ein Narr. Für Schuldzuweisungen ist jetzt keine Zeit. Wir müssen uns darauf konzentrieren, diejenigen zu beschützen, deren Sicherheit in unseren Händen liegt. Das stimmt. Ich werde die Hobbits und den verletzten Mann bewachen. Könnt ihr die Angreifer zurückhalten? Ihr habt Hauptmann Farnbach noch rechtzeitig erreicht. Macht euch auf den letzten Ansturm bereit. Das ist das Ende. So, machen wir die Platte hier, das ist nicht das Problem.
Wo ist Aragorn? Ist Aragorn schon gegangen und hat an dir zurückgelassen? Das ist die Frage. Dafür werde ich die Stinkholz des Freundes zum Fraß vorwerfen. So, das war's für die. Wir haben keine Zeit mehr für Spiele. Wir holen uns den Waldleib. Was habt ihr getan, Cornelius Trollheim? Was ist nur aus euch geworden? Wenn es um mich ging, Hauptmann, wart ihr immer blind. Aber vielleicht versteht ihr mich langsam. Alles, was ich weiß, ist, dass ihr eure Heimat und euer Volk verraten habt. Ihr solltet euch schämen. Genug geredet. Habt ihr es nur ein Diener Mordos? Kommt, Dunadan. Ja, Meister. Was geschieht hier? Cornelius Strohleben, beendet, wofür ihr gekommen seid. Jetzt wird abgerechnet. Mit Vergnügen. Ab sofort untersteht Archet mir, Farnbach. Rache. Cornelius Strohleben wird bezahlen für seinen Frevel. Und nun ist auch er tot. Aber was war das denn? Amdir ist einfach mitgegangen mit dem Kargul. Und was sind Kargul eigentlich? Das ist auch eine Frage, die nicht ganz klar ist. Wird sich alles noch herausstellen. Auf jeden Fall, Aragorn ist gegangen und hat Amdir zurückgelassen. Doch nun ist Amdir fort. Fortgegangen mit den Dienern des Bösen. Hauptmann Farnbach ist tot und Archit brennt. Welch Elend ist über uns gekommen? Mein Vater hat recht, niemandem zu trauen. Das ist wirklich ein trauriger Tag. Archit ist niedergebrannt, mein Vater tot und der Waldläufer wurde von bösen Männern verschleppt, wenn man sie Männer nennen kann. Jetzt bleibt uns nur noch abzuwarten, bis das Feuer endlich erlischt. Dann können wir mit etwas Glück mit dem Wiederaufbau unseres armen Dorfes beginnen. Das war die Instanz Angriff auf Archit und wir haben damit das Intro beendet. Diese Tragödie. Aber wir haben die Schwarzwald-Angreifer besiegt. Es wird sicher eine Weile dauern, bis sie zu ihrer alten Stärke zurückfinden, mit oder ohne die Hilfe der bösen Meister aus Angrar. Nachdem der Angriff der Schwarzwolds gescheitert ist, machen sich die Bewohner von Archet an den Wiederaufbau. Aber nicht alles, was zerstört wurde, lässt sich reparieren. Das Schicksal des Waldläufers Amdir ist ungewiss. Sein Tod könnte schwere Folgen für Breland haben. Noch hofft man, ihn lebend zu finden. Doch die Hoffnungen sind nicht groß. Und damit, liebe Freunde, kommen wir ins richtige Spiel hinein. Bis jetzt sind wir tatsächlich in der Parallelwelt gewesen und erst ab jetzt sind wir im richtigen Spiel. Und wir sehen, was der Unterschied zwischen dem Archit zuvor und dem jetzigen Archit ist. Denn hier steht nichts mehr. Hier steht kein Stein mehr auf dem anderen und alles ist niedergebrannt. Nicht wahr, John? Ich grüße euch. Der Verlust meines Vaters ist schmerzlich, aber mein Schmerz ist nicht größer als alle anderen hier in Archit. Die Bewohner von Archit sehen euch als Held an. Ich stimme ihnen zu, Aldir. Ohne eure schnelle Auffassungsgabe hätten wir noch mehr Leben verloren. Ihr habt euch dem Mann aus dem Norden entgegengestellt und ihn, sowie viele andere Schwarzwolds, aus den Wäldern um unsere Stadt vertrieben. Wir schulden euch viel. Es tut gut zu wissen, dass die grauenvolle Dunkelheit, die sich über das Land ausbreitet, so entschlossene Widersacher wie euch haben wird. Gut, und damit können wir die Marksteinfertigkeit aktivieren. Das bedeutet, Ruf gibt es auch. Ja, ja, jetzt gibt es viele Informationen hier für Leute, die neu reinkommen. Der Markstein ist dieses wunderschöne Ding hier. Hier können wir uns dran binden. Und das bedeutet, nachdem wir uns dran gebunden haben, das packe ich mal hier hin. Das sind so die Standardflächen dafür, die ich immer nehme. Wenn wir uns daran gebunden haben, können wir mit diesem Skill zu diesem Markstein zurückkehren. Allerdings hat das Ding dann eine Stunde Abklingzeit. Das heißt, man kann es wirklich nur einmal in der Stunde benutzen. Ist aber äußerst günstig, wenn man durch bestimmte Missionen bedingt immer hin und her reisen muss. Und das wird später noch oft vorkommen, dass wir dann ziemlich große Strecken zurücklegen müssen. Dann ist dieser Markstein Gold wert.
Man kann sich auch eine zweite Marksteinfähigkeit dazu kaufen, habe ich allerdings nie gemacht. So dringend habe ich es dann doch nie benötigt. Zumal ich jetzt auch schnelle Reise machen kann, da ich halt mal einen Monat lang kostenlos in diesem VIP-Status war, kann ich schnelle Reisen machen und die sind auch Gold wert. Das werde ich euch aber später mal zeigen, wenn wir bei einem Stallmeister ankommen. Den gibt es hier in Arschit nämlich nicht. Bleibt einen Moment. Als wir uns auf den Angriff der Schwarzwolds vorbereiteten und Arschit verteidigten, kamen viele der anständigen Bewohner dieser Stadt ums Leben, sowohl innerhalb der Tore als auch außerhalb. Es kam zu einer großen Schlacht, doch schließlich besiegten wir den Ansturm der Räuber. Einige der tapferen Männer, die wir verloren, wurden noch immer nicht begraben, doch haben die Einwohner dieser Stadt mit ihren eigenen schlimmen Verlusten selbst alle Hände voll zu tun. Wir würden Schande über uns bringen, wenn wir zuließen, dass wilde Tiere diese unbegrabenen Toten entehrten. Ich möchte euch um diesen letzten Gefallen bitten. Sucht nach diesen armen Männern und gewährt ihnen im Tod die letzte Ehre. Dirk Schlammziegel fiel auf der Schaffarm natürlich, südwestlich von Arschit. Nathan Flüsterwald starb bei der Verteidigung der Jagdhütte und Karl Schößlings Knecht Willi Weizler fiel im Kampf gleich westlich vom Brondes Zierbau. Wir sind nochmal einmal quer durch die Gegend verteilt und ich will mal schauen, ob es schon geht. Ich möchte etwas erwerben, nämlich die Reitfertigkeit. Wir sehen, ich habe ein paar Punkte noch auf dem Konto und die können wir jetzt gut gebrauchen, denn man kann eine Reitfertigkeit erwerben. Dafür muss man allerdings ein paar Punkte ausgeben. Ich sage aber mal so, das ist in einem Rahmen mit den Punkten, den man sich auch erspielen kann. Denn man kann sich tatsächlich in diesem Spiel Punkte verdienen für bestimmte Taten. Das kommt aber später dann noch alles, dann zeige ich euch das sehr gern. Jetzt nehme ich erstmal die Punkte, die ich bei mir so auf dem Konto habe und kaufe davon die Reitfertigkeit. Ich muss nur gerade schauen, wo es ist. Gehen wir mal über den Bestseller. Genau, da haben wir es doch schon. Weil so gut wie jeder die Reitfertigkeit erwirbt, ist die auch bei den Bestsellern mit dabei. 95 Punkte kostet das gute Stück. Und die erwerben wir dann direkt mal von den Punkten, die ich habe. So. Und damit müssten wir jetzt eigentlich reiten können. Ich habe in meinem Inventar, habe ich auch mit jedem Konto, 2 Rösser. So, die müssten wir jetzt eigentlich anwenden können und damit haben wir dann Fertigkeiten erworben. So, gehen wir mal schauen. Reittiere, genau, da sind die beiden drin. Ich entscheide mich für das rot geschmückte Pferd der Pforte, denn das ist ein Rohan-Pferd, ein rohirisches. Und da wir ja aus Rohan kommen, bietet sich das an. So. Das ist also mein Ross. Und mit diesem können wir nun ein ganzes Stück schneller vorwärts kommen als zuvor. Die Quests lasse ich jetzt mal alle außen vor hier. Die werde ich dann später mal machen, wenn ihr nicht dabei seid. Ich werde jetzt nochmal kurz zu den Toten hinreiten und werde mich um die kümmern, damit wir die hier verarzten. Also das heißt verarzten, wir werden sie begraben. Dazu ist es jetzt ganz gut, wenn ich das Pferd nehme. Dann können wir es uns nämlich sparen, diese weite Reise auf uns zu nehmen. Diese langwierige Reise, sag ich es mal so. Hier liegt schon Dirk Schlammziegel. Den wollen wir dann natürlich mal schnell begraben. Wieder rauf aufs Pferd. Und wir reisen erstmal nach Osten, würde ich sagen. Ich glaube, es ist egal, wie rum wir es machen. Es ist so oder so eine kleine Strecke, die wir zurückzulegen haben. So. Wir werden von irgendwas verfolgt. Ich glaube, von einem Wolf kann das sein. Nee, ein Keiler. Na dann. So, machen wir aber mal kurz hier auf dem Pferd rüber zur Hütte. Mit dem Pferd geht das natürlich relativ schnell. Da ist das wirklich angenehm. Man kann später auch eigentlich kaum noch darauf verzichten, auf das Pferd. Weil die Strecken dann wirklich doch ein ganzes Stück größer werden. Jetzt am Anfang ist natürlich noch alles... Hier stehen auch schon Spinnen rum, hier drüben. Naja. Hier am Anfang ist jetzt natürlich alles noch sehr eng, sehr dicht beieinander. Das wird sich später noch ganz schön ändern, muss ich sagen. Da ist dann ein Pferd überlebenswichtig. Ohne Pferd kommt man dann eigentlich nicht mehr vorwärts. Dann geht das wirklich nicht mehr zu Fuß. So, Nathan Flüsterwald, auch du sollst eine Ruhestätte finden. So, und damit machen wir uns auf zu Schößlingshof. Denn dort liegt der letzte unserer gefallenen Kameraden, der versucht hat, den Hof zu verteidigen. Und ich weiß gar nicht, ob das jetzt einer, ob das der Knecht war, für den wir einen Quest gemacht haben. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Habe ich nicht drauf geachtet. Aber kann ich mir gut vorstellen. Vielleicht ist es auch einfach nur ein Freund von John, der da gefallen ist. Ich weiß es nicht.
Ich wundere mich übrigens gerade drüber, dass hier so eine große Lücke zwischen den Reihen ist. Keine Ahnung, wie die entsteht. Aber naja. Ihr seht schon, ich habe so mein System mit den Skills, wie die verteilt sind. Die Reiseskills kommen mir bei mir immer hier hinten hin. Das hier hinten ist übrigens auch Reise zu eurem eigenen Heim. Dieses eigene Heim, das habe ich mit Torwert mir gekauft. Das ist kontoweit zu benutzen. Das liegt im Breland und werden wir uns später sicherlich mal anschauen. Und jetzt haben wir die erste Tat hier. Das können wir uns kurz anschauen. Die erste Tat, die uns verliehen wurde, die Ruinen des Brelands. Da gibt es 10 Stück, die im Breland verteilt sind. Und da gibt es eben auch 5 Punkte im HDRO-Shop zu erlangen. Und abgesehen davon gibt es dann auch Tugenden, die wir stärken können. Die können wir anlegen. Eine Reihe von Tugenden, ich glaube bis zu 4 oder 5 dann mit der Zeit. Das ist vom Level abhängig. Und die stärken halt bestimmte Werte bei uns. Genau. So viel dazu. Und das können wir aber mal so nebenbei machen. Das ist jetzt für das Let's Play unerheblich. Wir machen uns auf den Weg zu Willy Weizler. Oh, der liegt da drüben. Ich wäre jetzt... Hat nie nicht Schößlingshof gesagt? Ich wäre jetzt bis da runter geritten. So, ich muss jetzt nochmal schauen. Wo ist der? Ach, hier vorne liegt er. Okay. Ja, mein Kleiner. Ist gut, ist gut. Ich kümmere mich ja schon um dich. So, haben wir den auch platt gemacht. Die nächste Tat in den Rücken fallen, das sind dann Skill-Taten, die wir hier erlangen. Also die schwache Seite ist ja einer unserer Skills, den müssten wir jetzt 500 Mal einsetzen, um das abzuschließen. Das macht man nicht so schnell. Also ich habe auch noch sehr, sehr viele Skill-Taten mit Torwert offen, der ja schon Level 100 ist, was das Level-Cap derzeit ist, das höchste Level. Das muss man schon bewusst machen, wenn man das abschließen will. Immer mal wieder die Skills einsetzen, ansonsten macht man das nur mit ein paar Skills, die man halt als seine Lieblingsskills ersinnt, sagen wir es mal so. Gut, damit werden die Leute begraben und wir können wieder zu John zurückkehren, um ihnen zu berichten, dass wir das geschafft haben. Und damit müssten wir Arshit nun auch hinter uns lassen, würde ich denken. Denn, wenn ich mich recht entsinne, werden wir nun von John nach Schlucht geschickt. Das ist die nächste Stadt im Süden, die wir ja schon mal im Intro aufsuchen wollten. Die aber leider... Wieso habe ich denn eine Krankheit? Der Keiler, die Sau hat mich infiziert. Also eine Schweinerei. Genau, die kranken Keiler müssen wir ja auch in einem Nebenquest mit platt machen. Genau, wir wurden ja schon mal nach Schlucht geschickt, allerdings war im Intro der Weg ja versperrt durch die Schwarzwolds. Die sind jetzt nicht mehr da, da sie geflohen sind. Aber mit den Schwarzwolds werden wir im Laufe der Prolog-Quests noch weiter zu tun haben. Nee, das ist der falsche, Entschuldigung. Zu John will ich. Wo ist denn John? John? Ach, da ist er, versteckt in der Ecke. Die Sau. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Gut, es ist also vollbracht. Diese Männer haben tapfer gekämpft und ein ordentliches Begräbnis verdient. Wieder einmal steht Arshit in eurer Schuld. Bevor ihr nun eures Weges geht, muss ich euch noch etwas erzählen. Während eurer Abwesenheit ist ein merkwürdiger Mann in Arshit aufgetaucht. Ich glaube, er hat nach euch gesucht. Ich grüße euch. Der Mann, der durch das Dorf gezogen ist, erinnert mich von seiner Art her an Streicher, hat gesagt, dass er den Helden von Arshit sucht. Ich kann nur vermuten, dass er euch meinte. Er sagte, dass die Angelegenheit äußerst dringend sei. Wenn ich euch sehe, soll ich euch zum Gasthaus Schluchtenflechter schicken, wo er euch erwartet. Das Gasthaus befindet sich südlich von hier in der Mitte von Schlucht. Er machte auf mich einen sehr düsteren Eindruck. Ich würde sofort nach Schlucht reiten und mit der Eigentümerin Lisbeth Honigwein sprechen. Sie müsste wissen, wo sich der Mann aufhält. Gut, das machen wir sofort. Ich mache das alles, was hier noch offen ist, in Quests später mal. Wir reiten jetzt schnell dahin, das geht ja relativ fix und ich werde dann auch relativ bald eine Aufnahmepause machen, muss ich dazu sagen. Ja, wir haben schon gehört, jemand, der von der Art her sehr an Streicher erinnert. Es wird sich also vermutlicherweise um einen Waldläufer handeln. Die werden ja generell immer als düster angesehen, deswegen verwundert es nicht großartig, dass John den ein bisschen merkwürdig empfindet, ansieht, wie auch immer. Aber wir wollen natürlich sehr gern mit den Waldläufern sprechen, denn wir wissen ja, die Waldläufer sind gute Leute. Vor denen müssen wir keine Angst haben, die helfen uns. Und vor allem wissen die, wo unsere Kampfstärke am besten einzusetzen ist. Hier unten ist das Tor, an dem wir schon einst gestanden haben. Das Tor nach Schlucht, das jetzt frei ist und vor allem auch bewacht.
durchwachen. Wir sehen, die sind Level 50. Dieses Lilane, dieses Purpurne oder Magenta, würde ich mal sagen. Ja, tötet den mal, genau. Gut, dass die so stark sind, da ist es schnell erledigt. Dieses Magentafarbene, das ist die Farbe, wenn wir das an Gegnern sehen, sollten wir schleunigst das weiter ergreifen. Denn die sind dann 10 Level höher als mir oder noch als wir oder noch mehr. Und die trifft man dann auch nicht, wenn man sie angreift. Also selbst wenn man der Meinung ist, es sich ranwagen zu können, man trifft diese Gegner nicht. Man kann sie kaum besiegen. Und deswegen sollte man sich immer verpissen, wenn man solche Gegner sieht. Gut, aber es gibt da auch noch andere Indizien. Jetzt wollen wir uns erstmal aber hier in Schlucht. Wir sind schon in Schlucht angekommen. Wir sehen ein kleines verschlafenes Nest. Und wenn wir uns das auf der Karte anschauen, sehen wir, wir sind Bree schon relativ nahe. Hier oben ist Arschet, hier ist Schlucht. Ich glaube, nach Stadel wird uns das Hauptquest nicht führen. Dort sind Hobbits, die Breeland-Hobbits, angesiedelt. Unser Hauptquest wird jetzt in Schlucht sein und uns auch in den Chatwald führen, der auch in den Büchern mit erwähnt wird. Und in diesem nördlichen Chatwald führt auch die Route lang, die Aragorn wählt, als sie aus Bree aufbrechen, als er aus Bree aufbricht mit den Hobbits. Die ziehen durch den nördlichen Chatwald und ziehen dann nach Süden in die Mückenwassermoore, weil das ein Weg ist, den keiner gehen würde. Und deswegen sind sie da relativ verstohlen und relativ versteckt. Ich glaube, da laufen sie 4 Tage durch und kommen dann hier irgendwo in die Wetterberge rein. Aber dazu alles später mehr, denn ich will auch den Weg der Ringgemeinschaften ein andermal mit euch machen. Jetzt gehen wir noch kurz ins Gasthaus. Das können wir hier unten betreten. Das Gasthaus Schluchtenflechter. So, da sind wir. Und Lisbeth Honigwein ist gleich hier vorne. Hallo? Meine Güte! Seht nur, ein leibhaftiger Held. Es kommt nicht oft vor, dass eine solch angesehene Person hier erscheint. Herrje, ich rede wie ein Wasserfall. Toradan hat mir gesagt, dass ich euch hoch zu seinem Zimmer schicken soll, sobald ihr hier seid. Die Treppe befindet sich auf der anderen Seite des Schankraums. Toradans Tür ist ganz am Ende. Er hat gesagt, dass ihr nicht auf euch warten lassen sollt. Sprecht mit Toradan, das machen wir gern. Ihr seht schon, mit dem Sprechen fällt es mir langsam schwer. Ich spiele auch schon eine Weile jetzt, ja. Und ich muss auch gleich eine Aufnahmepause machen, deswegen will ich auch gleich Schluss machen. Ich möchte vernünftig lesen können, wenn ich das hier Let's Playe, deswegen sollten wir dann gleich eine Pause machen. Und da ist Toradan, mit dem sprechen wir noch. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Ihr seid bestimmt der Held von Arschet. Ich bin erfreut, euch endlich zu treffen. Es tut mir leid, dass ich euch auf so rätselhafte Weise um dieses Treffen gebeten habe. Aber ich wagte nicht, anderen meinen Aufenthaltsort zu verraten. Es gibt vieles, worüber wir reden müssen. Seid ihr bereit, mich anzuhören? Könnte ich einen Augenblick mit euch sprechen? Ja, Reittiere, das kennen wir schon. Wir haben schon eine Reittierkarte, wunderbar. Das kommt immer mit den Levelaufstiegen, diese Einleitung, diese Einführung. Das müssen wir jetzt mal so hinnehmen. Ich klicke es einfach weg. Denn wenn irgendwas wichtig ist fürs Let's Play, dann werde ich das schon erwähnen. Vielen Dank für eure Hilfe, Algier. Die Nazgul aus Mordor haben mich und meine Sippe von den Grenzen des Auenlandes vertrieben. Sie haben uns Richtung Osten verfolgt und viele von uns getötet. Ich wollte mich mit Amdir anschließen, aber dann habe ich von seinem Schicksal in Arschet gehört. Man sagt, er wäre mit einem Morgul-Messer verletzt und dann von ein paar bösen Menschen mitgenommen worden. Und zwar von denen, die den Schwarzwolz halfen. Es gibt nur wenige, die noch wissen, wie man solche Wunden behandelt. Und diejenigen, die ich kenne, leben weit entfernt von hier. Wir müssen Amdir schnell finden, wenn wir ihn retten wollen. Wahrscheinlich halten ihn die Schwarzwolz irgendwo im Chatwald gefangen. Wir müssen uns überlegen, wie wir in ihr Versteck eindringen und Amdir befreien können. Allerdings müssen wir das Versteck erst einmal finden. Sprecht mit Banwart Unterberg, er kann uns vielleicht helfen. Normalerweise hält er sich in der Nähe des Gasthauses Schluchtenflechter auf. Kehrt zu mir zurück, sobald ihr mehr über das Versteck der Schwarzwolz wisst und meint, dass wir dort hineingelangen können. Beeilt euch, bevor es zu spät ist. Gut, wir haben unsere Mission bekommen. Wir müssen Amdir suchen, bevor er sich in einen Geist verwandelt, bevor er schwindet. Denn genau das ist es, was passiert, wenn man von der Mogulklinge erstochen wird oder angestochen wird. Ja, ich habe das ja schon erwähnt. Frodo hatte eine sehr starke Resistenz, wie alle Hobbits wahrscheinlicherweise, gegenüber den Mogul-Klingen. Aber Menschen sind da nicht so. Die verwandeln sich weitaus schneller und schwinden dann. Und dann werden sie zu Geistern.
Ganz ähnlich den Nazgul, aber bei weitem nicht so mächtig, denn sie haben natürlich keinen Ring der Macht, aus dem sie ihre Kraft beziehen können. Und die Kargul, die wir gesehen haben, das sind Menschen, die von Mogulklingen gestochen wurden. Die werden zu Geistern und erhalten dann diese Roben. Aber das werden wir noch sehen. Denn wir können uns schon denken, Amdir zu retten wird schwer werden. Gut. Wir parken uns aber hier bei Banwart Unterberg. Und wir stellen schon fest, Unterberg ist das nicht der Name, den Frodo gewählt hatte, weil er nicht als Beutlin durch die Gegend laufen wollte. Ja, es gibt Unterbergs im Breland. Und das ist auch im Buch so, da wird Frodo sogar von einigen Unterbergs, die in der Kneipe sind, zum tänzelnden Pony dann zum Trinken eingeladen und soll erzählen, inwiefern er mit ihnen verwandt ist, weil sie natürlich sich nicht vorstellen können, dass er denselben Namen wie sie trägt, ohne mit ihnen verwandt zu sein. Gut, aber beim nächsten Mal schauen wir uns hier ein bisschen weiter um, ergründen den Chatwald und werden schauen, dass wir das Versteck von Amdir finden, wo sie ihn jetzt untergebracht haben. Das war's erstmal für die erste Aufnahmesession. Wir haben schon einiges hinter uns gebracht, sind schon Level 7 jetzt. Yay! Und jetzt am Anfang war natürlich alles noch sehr komprimiert. Das wird sich dann alles ein bisschen verbreitern und dann werde ich sicherlich auch mal ein paar Schnitte mehr machen, damit es dann sich nicht so in die Länge zieht. Werden wir sehen. Jetzt am Anfang war es noch ein bisschen, ja, ist halt schwierig am Anfang, ne, das Ganze, wenn alles noch so auf dem Haufen ist mit dem Intro und so. Beim nächsten Mal wird es dann sicherlich ein bisschen gediegener. Soweit aber erstmal von hier. Ich werde, wenn ihr nicht mehr dabei seid, dann mal die ganzen Nebenquests hier in Schlucht und auch noch in Arschit machen. Beim nächsten Mal also mit einem höheren Level. Bis dahin, gehabt euch wohl, wir sehen uns und tschüss.